Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und heute habe ich mal wieder ein etwas älteres Set aus meiner Lego Star Wars Sammlung für euch. Und zwar ist es eine Buildable Figure und aus der Lego Star Wars Buildable Figures Reihe. Kennt wahrscheinlich jeder den Darth Vader, den General Grievous, den Boba Fett und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Set, und zwar die 75108, der Clone Commander Cody, so ein bisschen unterm Radar geblieben ist, außer bei den Hardcore Buildable Figures Fans. Und deshalb würde ich das Set gerne mal mit euch anschauen. Das Ganze ist aus dem Jahr 2015, dementsprechend nicht mehr aktuell von Lego auf dem Markt, aber es gibt sie trotzdem noch neu und auch in guten Zuständen gebraucht zu kaufen. Die Figur ist insgesamt 23,5 cm hoch laut der Verpackung und hier sehen wir schon mal ein paar Elemente, also dass man die wieder so frei einstellen kann und so weiter und so fort. Und nochmal die Figur in so einer breitstehenden, selbstbewussten Pose. Hier unten haben wir nochmal die anderen Build-A-Figures-Figuren aus diesem Jahr aufgelistet. Und der Rest der Verpackung ist relativ langweilig, außer hier oben. Denn da wird nochmal so ein Highlight-Teil vorgestellt. Und zwar ist das die 1:1-Abbildung von Commander Codys Helm. Wenn ihr dieses Set kauft, dann ist natürlich noch die Anleitung mit dabei. Nein, doch. Ich habe das Ganze gebraucht gekauft und nicht in dem Top-Sammler-Zustand, darum ging es mir damals aber auch nicht. Deshalb ist die Anleitung leider gelocht und auch schon ein bisschen ramponiert vom Aussehen her, aber trotzdem können wir sie uns natürlich noch zusammen anschauen. Und ich meine, wir alle kennen die Lego-Anleitungen, die ist relativ hochwertig und wir haben auf die nur 82 Teile, aus der diese Figur besteht, 36 Bauschritte auf 30 Seiten verteilt und hier nochmal die Teileliste, die ihr euch gerne mit reinziehen könnt. Ihr wisst ja, dazu einfach das Video kurz anhalten. Und dann haben wir natürlich noch das Herzstück, das absolut wichtigste des Sets. Und das ist natürlich der Commander Cody, wie gesagt aus 82 Teilen gebaut, wobei aber lustigerweise 20 Teile allein in den Blaster fließen und nur 62 Teile an sich wirklich in die Figur. Das liegt natürlich daran, dass wir bei diesen Buildable Figures viele Spezialteile haben und eben auch recht große Teile. Und deshalb kommt man mit so einer kleinen, geringen Teileanzahl trotzdem auf eine recht stattliche Figur. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass Lego hier bei dem Commander Cody so einen Used-Look angewendet hat. Also wir haben hier so eine zerkratzte Brustplatte und so eine zerkratzte Beinplatte. Das passt zu Cody natürlich besonders gut, weil Cody ist einfach ein Commander, der immer mit seinen Klonbrüdern an der Front gekämpft hat, anstatt sich im Hintergrund zu halten. Aber Lego ist es leider nicht aufgefallen, dass es keinen Sinn macht, dass jedes beprintete Teil, heißt hier eben die Brustplatte und diese Beinplatte, stark verschrammt sind, aber alles andere nicht. Also diese Beinplatten und alles, was jetzt keinen Prints hat, inklusive dem Helm, hat halt nicht eine Schranke drauf. Und damit kommt am Ende leider eine recht merkwürdige Optik zustande, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist etwas schade und ich denke nicht, dass der Aufwand so riesig gewesen wäre, hier vielleicht auch mal noch eine kleine Schramme drauf zu printen. Aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Ich meine, es ist bei Lego auch nicht gerade Standard, dass man so tolle Prints hier hat. Das wäre es ja noch gewesen, wenn sie bei Buildable Figures mit Stickern angefangen hätten. Also da wäre ich raus gewesen. Das Blastergewehr ist wirklich, wirklich cool gebaut. Da sieht man halt einfach an, dass dort um die 20 Teile reingeflossen sind. Und wir haben wirklich zwei schöne Griffe, damit das sehr gut in die Hände passt. Und die Griffe sind im Endeffekt ganz normale Achsen, die man eben in die Hände reinstecken kann. Völlig logisch bei den Buildable Figures ist natürlich, dass wir hier die vielen Kugelgelenke drin haben und deshalb die Arme und die Beine und alles Mögliche wirklich sehr, sehr frei beweglich und einstellbar ist, eben genauso wie man es im Regal haben möchte oder eben auch damit spielen möchte. Das Ganze ist auch auf jeden Fall stabil. Wir haben Halsgelenke, Schultergelenke, Ellenbogengelenke, Handgelenke, wir haben eine Hüfte, Knie und Knöchel und das ist ja so eine Spezialität von den Buildable Figures, finde ich sehr, sehr schön. Das Einzige, was mir nicht so sehr gefällt, ist, dass von vorne schon die Gelenke sehr, sehr durchscheinen und eben farblich nicht unbedingt dazu passen. Und von hinten wird das Ganze noch extremer. Von hinten wirkt die Figur dann eher wie ein Droide, der sich als Commander Cody verkleidet hat. Auch weil man hier zum Beispiel eine recht große Lücke drin hat, wo man durchgucken kann. Also die Schokoladenseite ist auf jeden Fall bei Commander Cody von vorn. Und klar sind es nur 82 Teile, aber sie sind sehr groß, wie gesagt. Und es sind alle Prints. Und es sind eben viele Teile drin, die logischerweise nur für dieses Set hier geeignet und gemacht wurden. Überlegt euch mal, was Lego heute dafür nehmen würde. Und jetzt sage ich euch, das Set hat nur 19,99 Euro gekostet. Das wäre heute echt ein Traum. Und durch die coolen Prints können wir eben uns über einen sehr hohen Detailreichtum und auch eine recht gute Originaltreue zum Film freuen. Wir haben hier tolle Rangabzeichen, wir haben einen sehr, sehr coolen Helm, der auch sehr detailliert ist und mir sehr, sehr gut gefällt. Der einzige
große Unterschied, der mir zum Film Commander Cody aufgefallen ist, ist, dass diese Knieplatten hier weiß sind und im Film meines Wissens orange. Das ist jetzt nicht das Riesending, könnte auch einen Hardcore-Star Wars-Fan vielleicht trotzdem ein bisschen triggern. Was mir auch an dieser Figur sehr gut gefällt, wir haben recht große Füße und wir haben einen sehr, sehr guten Schwerpunkt. Das Ganze kann sich trotzdem nochmal ausbalancieren, auch wenn man es anstupst, und steht wirklich sehr, sehr sicher. Und egal, wie man jetzt die Arme in welche Pose nimmt oder die Füße, man kann sie sicher hinstellen. Das fällt nicht um und ist sehr gut ausbalanciert. Sehr schön finde ich halt auch, wie sie solche Details gelöst haben, wie eben das Backpack hinten mit der Ausrüstung dran. Und man merkt meiner Meinung nach extrem, dass damals wirklich der Designer noch verstanden und gehört wurde und dass eben nicht alles rausgestichen wurde, was vielleicht ein bisschen mehr kostet, sondern hier hat man sich wirklich gedacht, wir machen es richtig und machen unsere Kunden damit glücklich. Zusammenfassend kann man sagen, diese Figur ist meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht unterschätzt. Die passt sehr gut zu den anderen populären Build-A-Figures, wie eben Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett und General Grievous. Der reiht sich dort super, super gut ein und er bereichert meiner Meinung nach jede Lego Star Wars Sammlung, wo er noch nicht dabei ist. Wenn man nicht unbedingt auf den Sammlerzustand geht und man auf eine OVP oder eine Anleitung verzichten kann, bekommt man die Figur sogar noch recht günstig. Da sind wir bei 10 bis 15 Euro. Dafür kann ich den Kauf auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr aber natürlich auf eine OVP, auf eine Anleitung Wert legt und dass die in einem Sammlerzustand ist, also eben nicht wie zum Beispiel meine gelocht und dass eben die Verpackung nicht so stark verschrammt ist an einigen Stellen, dann seid ihr schon ungefähr bei 30 Euro wert. Meinen habe ich damals für 20 gekauft. Er ist halt vollständig, aber wir haben halt die kleinen Abzüge. Aber mir ging es auch nicht um den großen Sammlerwert, sondern ich wollte die Figur einfach sehr, sehr gerne damals in meiner Sammlung haben. Für die 30 Euro muss man dann schon ein großer Fan sein, meines Erachtens. Und neu mit OVP bzw. neu original verpackt sind wir bei ca. 60 Euro plus. Und da geht's noch höher, meiner Meinung nach, in Zukunft. Und da wird es auf jeden Fall zu teuer, wenn ihr nicht diesen OVP-Sammlergedanken habt und vielleicht auf eine Wertsteigerung irgendwo hofft. Obwohl ich euch niemals dazu raten würde, mit Lego-Steinen zu spekulieren. Ich konzentriere mich da viel, viel lieber auf den Spiel- und Spaß-Aspekt. Aber wir kennen ja diese Preisexplosionen bei abgesetzten Lego-Sets. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Commander Cody in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben und ein Like da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.